Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zur Besprechung vom Dow Jones, vom Euro-Japanischen Yen und Austral-Dollar, Schweizer Franken. Das auf der Uhr für heute mit den Handelsideen und sehr, sehr gerne selbstverständlich auch den ein oder anderen Wunschchart dazu. Einfach hier alle Live-Zuschauer einfach einen kleinen Hinweis in den Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann können wir direkt hier rein starten. Guten Morgen, lieber Ludger, und damit zu dem Risikohinweis wie jeden Morgen. Der ist obligatorisch. Elena, einen schönen guten Morgen. Und ich bitte Ihnen diese hier, oder ich bitte Sie diesen sozusagen direkt auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann nämlich zu Verlusten führen. Schauen wir mal, was der Markt uns auf der Nachrichtenseite heute vorgibt. Gestern hatten wir ja ein paar Meldungen hier bei uns aus Deutschland vom IFO-Institut, der IFO-Geschäftsklimaindex. Der ist überraschend gestiegen. Wir hatten, ich schaue gerade nochmal in die Zahlen nach, deswegen auf den oberen Monitor. Wir hatten eine Erwartung von 98,7 und er war bei 99,6. Die aktuelle Lageeinschätzung in Deutschland, die hat sich auch verbessert. Im Vormonat waren es 103,6, erwartet waren 102,9 und das tatsächliche Ergebnis waren 103,8. Also sehr, sehr schön. Und der Geschäftserwartungsindex für Deutschland, der war im letzten Monat 94. Erwartung von der Prognose her war auch bei 94 und wir haben hier auch den Wert übertroffen, und zwar stand das Ergebnis hier bei 95,6. Also alles zusammen ein gutes Ergebnis, hat besser abgeschnitten, als der Markt das Ganze hier erwartet hat. Heute, wir schauen rein, wir sehen es hier, um 8 Uhr haben wir aus Deutschland schon Nachrichten bekommen, und zwar der GfK Konsumklima. Und das Ergebnis war hier, wir sehen es hier drüben in der Prognose, es ist erwartet worden 10,8 und es war ein leichter Rückgang. Es waren 10,4. Das ist das, was als Zahl hier und jetzt mit in den Daten mit drinnen steht. Was haben wir heute noch im laufenden Tage? Wir bekommen von den wichtigsten Sachen zuerst um 13.30 Uhr aus den USA die Baugenehmigung und um 15 Uhr dann das Conference Board Verbrauchervertrauen. Wie geht es weiter heute am Tag oder am Vormittag aus den USA? Da bekommen wir, nicht aus den USA, ich sehe, das ist Großbritannien, um 10.30 Uhr die Hypothekengenehmigungen. Um 12 Uhr gibt es dann eine Rede von einem Notenbankmitglied hier auch in Großbritannien. Um 13.30 Uhr zu den Baubeginnen hier aus den USA noch die Informationen zu den Wohnungsbaubeginnen und um 20 Uhr spricht FOMC mit Clay Daly. Das kann also auch noch für den ein oder anderen Impact mit sorgen. Und am späten Abend dann hier zu deutscher Zeit gibt es dann noch den API Rohöl-Lagerbestand. Morgen gibt es ja dann den Lagerbestand aus den USA, wie immer am Mittwoch. Die wichtigen Sachen für das Öl. Guten Morgen, Thorsten. Von meiner Seite auch an dich. Damit schauen wir dann direkt rein in die Charts. Und bitte nicht vergessen, Wunschcharts bitte frühzeitig anmelden, dass wir es auch direkt hier noch mit sehen können. Wir starten hier mit dem Währungspaar Austral-Dollar, Schweizer Franken. Wir hatten vor kurzem hier den Bruch des Aufwärtstrends gesehen. Wir sehen es hier, das war der Aufwärtstrend. Hier ist es dann dazu gekommen, dass der Markt den Aufwärtstrend hier rausgenommen hat. Ne, hier haben wir kurz vorher noch gedreht, sind nochmal hochgelaufen und die kleine Gegenbewegung zu diesem Schub hier, hier ist ja der Abwärtstrend entstanden, der war da aber noch nicht federführend in Bezug auf diesen hier, hat sein Hoch gefunden bei 0,71519. Mittlerweile sind wir runtergelaufen und wo sind wir zum Stehen bekommen? Hier, schaut mal, Theo, guten Morgen. Wenn wir hier in diesem Bereich mal schauen, hier gab es ein Hoch, hier gab es etwas, da wurde der Trend gebrochen, hier wurde mal in diesem Bereich aufgesetzt, hier drüben auch. Also das heißt, der Bereich um die 0,70400 ist ein Bereich, ein relevanter Bereich, wo es immer mal wieder zu Abprallen kommen kann. Wir haben das in letzter Zeit das ein oder andere Mal auch gesehen. So hier auch gestern. Wir sind reingelaufen letzte Woche in diesen Markt, hier in diesen Bereich, diesen Supportbereich. Dann hat es hier Montag das Umkehrsignal bekommen und das wird jetzt auch bestätigt. Das heißt,
Wir blicken hier auch gleich mal in die Stunde. Hier haben wir ja den Abwärtsschub gesehen. Hier haben wir jetzt das Umkehrsignal und wir sehen, der Markt scheint hier oben drüber zu wollen. Das heißt hier, das Tageshoch vom Freitag ist jetzt erst einmal genommen worden. Jetzt kommt es halt darauf an, dass der Markt sich drüber stabilisiert. Wenn das so bleibt, dann natürlich sehr, sehr gut zu sehen. Hier ist der nächste Anlaufpunkt. Hier oben haben wir einen Anlaufpunkt. Das gucken wir uns gleich mal noch in der Stunde an. Mit Blick nach unten sollte es doch in Kürze direkt zur Umkehr kommen. Dann haben wir selbsttretend natürlich hier wieder diesen Bereich des Supports und dann unten hier das Tagestief von gestern um die Marke. Da hänge ich auch gleich mal noch ein Preisschildchen dran. Na, komm her. Manchmal klappt es hier nicht beim ersten Mal. Hier unten daran, hier irgendwo, hier um den Bereich 0,702. Das ist das Tagestief. Da müssen wir uns dran orientieren. Da könnte es dann, wenn es da drunter geht, setzt sich das Ganze hier natürlich fort. Dann haben wir hier einen Zacken gesehen, eine kleine Erholung. Das heißt, diese Bewegung, die wir jetzt hier sehen, würde sich damit nach unten fortsetzen. Wenn wir nach unten schauen, der nächste Anlaufpunkt hier, der leichte Supportbereich um die 0,69581. Wolfgang, guten Morgen, Theo, dir auch einen schönen guten Morgen. Also blicken wir hier mal in die Stunde im Austral-Dollar Schweizer Franken rein und da sehen wir, was ich meine. Wir sehen hier diesen, ja, ich sag mal so ein bisschen dieses Hin- und Hergewackel im Trendbereich hier. Wir haben hier diese Abwärtsdynamik nach unten laufen. Hier haben wir schön die Schwünge auch gesehen, diese Ausholer. Und was wir jetzt hier gesehen haben, ist halt, dass dieser letzte Schub hier nach unten, der wurde jetzt leicht nach oben überschritten und nächster Anlaufpunkt zur Oberseite hin wäre dann halt hier dieser Bereich, wo ich den geschrieben habe, um das Tageshoch bei 71 ungefähr, das hier in diesem Bereich als Anlaufpunkt. Wenn es darüber hinausgeht, nächste Marke hätten wir dann, was wir hier im Stundentrend als sehr, sehr markant sehen. Erstmal hier die kleineren Sachen hier selbstredend um diesen Bereich. Ich hänge da auch mal ein Preisschildchen hier dran. Also als nächstes wäre dann hier dieser Bereich. Eine interessante Geschichte war hier, gab es, wir sehen es immer so, diese Schwünge in diesen Bereichen wäre dieser Markt, aber das ganz Markante ist es, wenn man das mal noch ein bisschen kleiner ansieht, sieht man besser, hier kam der starke Schub nach unten, hier kam die korrektive Phase, dann ging es wieder deutlich runter, dann ging es wieder deutlich hoch, bevor es dann deutlich nach unten auch ging. Das sind so Schwünge, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Korrekturtrend sozusagen. Das hier ist der Bewegungstrend. Und wenn man mal hier in dieses große Bild hineinschaut, was da eine wichtige Anlaufmarke ist, da liegen wir dann halt etwas weiter höher hier oben in diesem Bereich um das Hoch bei 0,713 in etwa, bevor wir dann möglicherweise hier noch einmal ins aktuelle Korrekturhoch des laufenden Abwärtstrends reinlaufen, um die Marke von 0,71519. Das ist der Bereich, den wir dort oben haben. Das hier für einen Swing nach oben, da muss man halt wissen, man handelt gegen den Trend aus jetziger Sicht, weil der ist ja aktuell auch federführend. Das hier mit Blick auf den Austral-Dollar, Schweizer Franken. Und hier sieht man auch mal im längerfristigen Bereich, der Markt ist einfach von oben nach unten gedrückt. Was wir jetzt hier sehen, war auch weite Korrektur. Hier oben hatten wir das Top. Und das, was wir hier jetzt laufen haben, ist halt einfach der Markt nach unten, der untergeordnete Trend, der sich wieder in die Abwärtsrichtung bewegt. Das heißt, mit dem ganz, ganz großen Bild ist man, denke ich, aus technischer Sicht gut aufgestellt. Wenn man die Signale nach unten als Hauptsignale nimmt und das, was jetzt hier gerade läuft, ist korrektive Phase, das ist für aktive Händler sehr, sehr gut geeignet, wenn man dieses Wissen auch hat, weil dann kann man doch ein Stück weit mehr nach oben mitnehmen. Schauen wir mal auf den nächsten Markt hier. Euro, japanischer Yen habe ich vorbereitet. Auch hier ein interessantes Signal. Da zoome ich den Chart auch mal noch etwas größer rein. Wir sehen hier auch im größeren Bild erst einmal hier ein Stück weit mehr Abwärtsdynamik als Aufwärtsdruck. Aber nach diesem Spike, den wir hier unten gehabt haben im Januar, das beschäftigt uns ja immer noch ein bisschen. Die Nachwehen sind auf alle Fälle da. Hatten wir schön einen Aufwärtstrend gehabt. Der hat witzigerweise hier an dieser Stelle an diesem Zwischenkorrektur bei 127 seinen Peak gefunden. Da wollte der Markt nicht drüber. Er ist zwar drüber gelugt, aber es wurde direkt wieder abverkauft. Und letzte Woche Freitag ist dann etwas passiert. Das hat dazu geführt, dass zum einen dieser Abwärtstrend hier entstanden ist und zum anderen ist dieser in seiner Entstehung direkt auch federführend geworden, weil er ist unter das Korrekturtief hier dieses Aufwärtstrends gelaufen. Das letzte Korrekturtief hatten wir hier bei der Marke bei 124,173. Heißt also, wir sehen jetzt hier übergeordnet das Bild wieder nach unten schwingen. Das passt dann wiederum in das größere Bild, was wir hier diesen größeren Schub von oben nach unten hatten. Hier also auch seit langer Zeit schon die Abwärtsdynamik, das passt ja gut rein. Müssen wir mal schauen, wie das weiterläuft. Aber im kurzfristigen Bereich haben wir auch hier an dieser Stelle wieder, Olaf, guten Morgen, wieder die Situation, dass wir hier einen Abprall hatten.
Ich gehe gleich wieder näher in den Chart rein, dass wir sehen können. Wir hatten hier das aktuelle Bewegungstief bei 123.820. Gestern ging es nach oben im Tagesverlauf deutlich höher. Ne? Wir hatten das Hoch im Tagesverlauf bei 124.818. Das Tagestief hatten wir hier unten um die Marke bei 123.876. Das war das Tagestief von gestern. Aber es war eine ansteigende Tageskerze und jetzt setzt sich die Aufwärtsdynamik fort. Wenn der Markt es schafft, übers Hoch von gestern drüber zu laufen, dann könnten wir etwas Aufwärtsdynamik sehen hier hoch in Richtung 126.788. Wir sehen hier in der Tageskerze allerdings keinerlei Anhaltspunkte. Wir schauen gleich mal in die kleineren Zeiteinheiten, was man da sehen kann. Prallen wir hier oben allerdings ab, Thema Abpreisstrategie vom Vortageshoch könnte interessant werden, dann ist es für die kurzfristigen Trader natürlich interessant, Richtung Tagestief von gestern zu traden, dass die eine Seite bricht, der Support hier unten, setzt sich dieser Trend nach unten fort, hier unter diese Marke, nächster Anlaufpunkt wären dann 123.392, was hier ein Trendtief gewesen ist, möglicherweise könnte eventuell etwas Unterstützung dort reinkommen, ansonsten muss der Blick nach unten gerichtet werden. Hier ist nämlich nicht mehr viel. Das heißt, dann ist der Weg relativ frei Richtung Tief hier unten. Ob der Markt so tief geht und dann irgendwann das Ganze erreicht und testet oder ob er vorher schon wieder rumdreht, das ist momentan noch nicht bekannt. Das weiß ich nicht. Die Glaskugel gibt hier auch keine Hinweise. Von der Seite her muss man einfach sehen, was hier gegeben wird. Und da helfen uns wieder, ich werde da nicht müde, das zu sagen, hier die untergeordneten Trends. Das sieht man immer sehr, sehr, sehr schön in diesem Markt oder in diesen Märkten generell. Ich mache das mal kurz etwas kleiner. Hier sehen wir halt diesen starken Schub und da sehen wir halt relativ wenig Anhaltspunkte hier in diesem Bereich. Das heißt, da müssen wir hier einfach schauen, was passiert. Aktuell schiebt sich der Markt so Stück für Stück nach oben. Man kann hier von unten nach oben so eine leichte Aufwärtstrendlinie mit in den Markt einziehen. Ja, die ist jetzt ein bisschen unsauber geworden. Mal gucken, ob ich das noch etwas sauberer hinbekomme hier. Also grob, Aufwärtstrendlinie ist da. Man hat allerdings hier immer noch den Bereich, dass man fallende Hochkurse hat. Das heißt hier, man hat hier in diesem Bereich fallende Hochs, ansteigende Tiefs. Das Ganze ist von seiner Ausprägung her in meiner Sicht eher etwas bärisch zu sehen. Das heißt, das Risiko ist schon da, dass wir nach unten laufen, weil das, was wir hier sehen, ist einfach die Tatsache, dass der Markt sich hier verengt, aber wir die Verkäufe früher gesehen haben und da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ gut da, dass wir nach unten irgendwo wegbrechen. Und dann wieder in Richtung der übergeordneten Marktlage traden. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir drüber laufen. Und da kommt das Tagestief, beziehungsweise, entschuldigt, das Tageshoch von gestern wieder eine tragende Rolle. Läuft der Markt nämlich drüber, wird erstens dieses Muster hier negiert. Der Markt schiebt sich weiter nach oben. Die Aufwärtstrendlinie kann dann guterweise verlängert werden. Und wir sehen eher die bullischen Zeichen, Anlaufpunkte, wie ich schon gesagt, es ist recht schwierig zu finden. Grob kann man sagen, solche Stärkenschube, eine gute Korrektur, ist immer eine 50% Korrekturtiefe. Dann haben wir hier noch dieses Bruchlevel, wo richtig stark Dynamik reingekommen ist. Das ist möglicherweise auch noch ein Anlaufpunkt. Also man weiß nicht genau, wie es weitergeht, aber er hat die Chancen, dynamische Bewegungen zu machen, entweder nach oben oder nach unten. Der Entscheidungspunkt ist hier an zwei Linien gegeben. Zum einen hier oben das Tageshoch, zum anderen hier unten. Diese Abwärtstrendlinie, das sind die markanten Punkte, wo Entscheidungen getroffen werden, die wir hier als richtungsweisend ansehen können. Und damit wechseln wir noch in den US-Markt und zwar haben wir hier den Dow Jones. Der Dow Jones, ich will nicht sagen, dass er mir momentan ein bisschen Sorgen macht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier kurzfristig das bullische Bild weiter aufrechterhalten können. Punkt. So. Aber für die aktiven Trader unter uns, mich juckt es ja auch schon in den Fingern. Wir haben gestern, wir sehen es hier, ein Umkehrsignal bekommen. Heißt also, dieses Umkehrsignal, wenn es bestätigt wird, haben wir schon die Chance, ein höheres Tief zu machen und nach oben zu laufen. Was bringt mich allerdings dazu, so ein bisschen zu grübeln, was hier oben los ist? Das ist die Tatsache, dass wir hier ein Hoch in diesem Widerstandsbereich hier oben hatten und das nächste Hoch ein tieferes Hoch gewesen ist. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich keine Stärke reinbekommen und wir nach unten fallen, dann haben wir hier eine bestätigte Top-Formation. Dann müssen wir uns erstmal deutlich weiter nach unten orientieren. Mit Blick auf diesen Aufwärtstrend hier ist auch alles noch in Ordnung. Also das, was ich gerade auch gesagt habe, hat eher kurzfristigeren Charakter. Aber nichtsdestotrotz, im kurzfristigen Trading muss man sowas halt mit im Auge behalten. Das heißt hier, ich bin schon eher bullisch gestimmt.
bestimmt für diesen Markt, was das Mittelfristige angeht. Man muss aber einfach auch mal sehen, wie weit wir gelaufen sind. Wir sind ja hier unten vom Tief komplett hochgelaufen, schönen Aufwärtstrend gebildet, auch immer mal Durchatmer gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr gesund. Aber das Verhalten, was wir hier momentan sehen, ist ein anderes Verhalten als das, was wir hier in diesem starken Aufwärtstrend hatten. Und das ist der Punkt, weshalb ich drüber nachdenke, was hier zu machen ist. Das heißt, hier bitte in meinen Augen muss man ein bisschen ans Positionsmanagement auch denken. Man hat hier weiterhin die Chance, dass wir nach oben laufen. Der erste Widerstandsbereich hier um die 26.090, der ist da. Das Tageshoch von vorgestern haben wir auch als Anlaufpunkt nach oben. Also es ist nach oben hin einiges da, was durchaus anzustreben ist. Aber es ist die latente Gefahr vorhanden, dass wir nach unten rumdrehen, wegbrechen und tiefer korrigieren. Deswegen müssen wir aufpassen, was passiert. Wie schon gesagt, hier an dieser Seite, das ist das gestrige Umkehrsignal. Das Umkehrsignal, wenn es bestätigt wird, haben wir die Chance, nach oben zu laufen und hier oben selbstverständlich auch die Chance, das Ganze fortzusetzen. Das ist das positive Bild. Kurzfristig, wenn dieses Umkehrsignal nicht bestätigt wird, haben wir hier den Support um die Marke von 25.200, 220 Punkte. Hier sind wir zweimal rumgedreht in diesem Bereich. Bricht das weg, haben wir hier untergeordnet erstmal einen Abwärtstrend und der könnte dann durchaus für tiefere Korrekturen sorgen. Hier der nächste Bereich, wie schon gesagt, bei 24.876 Punkten. Das ist das aktuelle Trendtief hier, was wir hier unten haben. Das wäre der Support, bricht auch das weg. Da müssen wir uns auf tiefere Korrekturen einstellen. Das ist normal in diesem Markt. Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass wir stark hochgelaufen sind. Wir haben hier das Korrekturhoch rausgenommen. Ein großer Trend ist jetzt hier, mal in diesem Maßstab hier zu rechnen, noch nicht zu sehen. Das heißt, was wir hier gesehen haben, war ein schöner Trend als Gegenbewegung. Wenn man sich das Ganze mal in der Woche anschaut, dann sieht man, was ich meine. Das war einfach der Schub nach oben. Jetzt kommt eine Korrektur. Und jetzt haben wir die Chance hier, wenn wir uns das Ganze auf Wochenbasis auch mal anschauen, egal wo wir jetzt rumdrehen, wenn wir dann wieder hochlaufen, haben wir auch die gute Chance hier auf der Wochenbasis uns weiter nach oben zu stabilisieren. Wir müssen halt über diesen Bereich hier oben drüber. Also gut wäre es, 26.300 Punkte nachhaltig zu überschreiten. Und wenn wir das mit einem bestehenden Aufwärtstrend in der Woche machen, ist das umso besser, weil da haben wir wirklich auch das Zeichen der großen Marktteilnehmer, wo die Richtung hingeht. Das ist schön, das ist gut, das ist das, worauf wir hier an dieser Stelle warten. Das sind die Handelsideen für den heutigen Tag im US30, also hier der Dow Jones gewesen. Und damit schauen wir hier nochmal eben kurz in die Stunde rein. Und da sehen wir hier sozusagen den Markt hier. Es sieht nicht schick aus, aber er trendet nach oben und das ist ja das Schöne. Und wenn man uns das mal oder wenn man sich das hier das Ganze mal anschaut, dann haben wir hier schon die Chancen, das fortzuführen und die Wege liegen hier entsprechend auch auf der Oberseite. Also wir haben hier Chancen nach oben wie auch nach unten. Wir müssen auch hier einfach nur abwarten, was der Markt entsprechend macht. Dafür danke für Ihre Zeit, Mahir. Guten Morgen, habe ich jetzt erst gesehen, dass du mit dabei bist an dieser Stelle. Danke allen Zuschauerinnen und Zuschauern an dieser Stelle für die Zeit heute Morgen wieder. Morgen gibt es den nächsten Blog-Eintrag, spätestens 8 Uhr und um 8.30 Uhr sehen wir uns gerne an gleicher Stelle wieder hier im Live-Webinar auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Alle, die das Ganze in der Aufzeichnung schauen, auch egal über welchen Weg, egal ob auf Facebook oder aber über GoToWebinar, wenn die Aufzeichnung geschaut wird, dann gerne Anmeldung für morgen früh live rein. Diejenigen, die GoToWebinar anschauen, sie wissen, über die Website von Tickmill können sie sich anmelden und alle anderen auf Facebook einfach die Website oder die Facebook-Seite von Tickmill liken und dann jeden Morgen live dabei sein und auch gerne mal die Chance wahrnehmen, hier den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren zu lassen. Also bis dahin allen und eine gute Zeit und nicht vergessen, auf der Invest am 6. April können wir uns mal live treffen, persönlich vielleicht auch das ein oder andere Gespräch führen. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Allen einen schönen Dienstag und bis morgen. Tschüss.